das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend zu den Tagesthemen. Am Ende einer Woche, in der die Europäische Union wieder einmal ihre Uneinigkeit demonstriert hat. Auch in der Frage, wie sie mit Flucht und Migration umgehen will. In diesen Stunden warten wieder mehr als 100 Menschen auf dem Mittelmeer darauf, irgendwo in Europa Zuflucht zu finden. Nachdem private Rettungsschiffe sie aufgenommen haben, ein italienisches und ein deutsches. Das Schiff der deutschen Organisation CI hat die Geflüchteten von diesem überladenen Schlauchboot aufgelesen, gut 60 Kilometer vor der Küste Libyens. Zwei neue Fälle, die zeigen, die Kapitänin der Sea-Watch, Carola Rakete, hat mit ihrer Rettungsaktion nur eine politische Krise offenbart, die nach wie vor besteht. Die Kapitänin will sich der möglichen Strafverfolgung stellen, aber den selbsternannten Verfolgern versucht sie auszuweichen. Das ARD-Magazin Panorama konnte mit ihr sprechen. Ankunft Flughafen Palermo. ARD-Panorama-Reporterin Nadia Kailoli trifft die Kapitänin Carola Rakete zu einem ersten Fernsehinterview seit ihrer Festnahme. Es ist ein Wiedersehen, denn Panorama hat die Sea-Watch 3 Wochen lang begleitet. Die Kapitänin ist in einem Versteck, weil sie bedroht wird. Welche Drohungen erhalten Sie? Ja, also es gibt alle Arten von Drohungen, körperliche Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen. Also ich würde vermutlich vermeiden, viel auf der Straße herumzulaufen. Es würde auch sicher sehr viele positive Reaktionen geben. Aber jetzt, wo die Aufmerksamkeit so groß ist, werde ich es erstmal vermeiden. Die Kapitänin Carola Rakete, 31 Jahre alt. Sie wird angefeindet in einem Streit, für den es keine Lösung zu geben scheint, die Rettung von Geflüchteten auf dem Meer. Alles beginnt am 12. Juni mit dieser Rettungsaktion. 53 Geflüchtete in Seenot vor der libyschen Küste. Es gab viele Menschen, die hatten physische Verletzungen, Spuren von Folter zum Beispiel. Jeder Mensch, der bei uns an Bord war, hat Menschenrechtsverletzungen erlebt, manche mehrere. Also wir sprechen hier von Dingen wie Folter, Menschenhandel, Kidnapping, sexueller Gewalt und ähnlichen Dingen. Und diese Geschichten haben wir von den Geflüchteten, die wir an Bord hatten, immer und immer wieder auch gehört. Die Sea-Watch nimmt Fahrt auf. Die Kapitänin fragt Italien an, Malta, sogar die Niederlande. Es meldet sich die libysche Küstenwache, bietet Tripolis als Hafen an. Das ganz klar können wir natürlich nicht annehmen. Dazu gibt es viele Gerichtsurteile. Es verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Und auch die EU-Kommission hat ganz klar gesagt, dass Libyen, das ganze Land Libyen, keine sicheren Häfen hat. Die Kapitänin entscheidet, mit den Geflüchteten in Richtung Italien zu fahren, nach Lampedusa. Obwohl das Land keine Bootsflüchtlinge mehr aufnehmen will. Ein Nervenkrieg beginnt. Die Sea-Watch ankert jetzt vor Lampedusa, ist bereits in italienische Hoheitsgewässer eingefahren. Nachts immer wieder Notfälle. Die italienische Küstenwache rückt an, birgt Kleinkinder, schwangere Frauen und Kranke, denen die Mediziner auf der Sea-Watch nicht mehr helfen können. Die Situation an Bord verschlechtert sich jeden Tag. Wir hatten Menschen, die sich an uns gewandt haben und uns praktisch um Überwachung gebeten haben, die Suizidgedanken hatten. Es gab die Androhung, so über Bord zu springen von anderen. Es wurden Hungerstreiks angedroht. Also es war wirklich so, dass die Lage an Bord psychologisch irgendwann extrem, extrem zugespitzt war. Ist das eine Berechtigung, trotz Verbots in einen Hafen zu fahren? Zweifel von Experten. Leider, auch das bedingt nicht automatisch, dass man dann in den Hafen einfahren darf. Sie hätte möglicherweise weiter warten müssen. Sie hätte versuchen können, andere Häfen zur Öffnung zu bewegen und ansonsten weiterhin um Hilfe bitten müssen der italienischen Behörden, die ja auch geleistet worden ist, indem einzelne Personen von Bord geholt worden sind. Good afternoon. I'm proceeding towards the port because I need to. Nach 14 Tagen im Mittelmeer vor Italien entscheidet sie sich, das Nein der Behörden zu ignorieren, den Hafen von Lampedusa trotzdem anzusteuern. Ich war vor allem unglaublich frustriert, weil wir wirklich 2 Wochen lang versucht haben, diese Situation zu lösen, mit allen legalen und politischen Mitteln. Und wir einfach dort sitzen gelassen wurden, niemand uns geholfen hatte.
Und es blieb uns letztlich keine andere Wahl. Bei der Einfahrt dann ein Zusammenstoß mit einem Boot der Küstenwache. Der italienische Innenminister wettert auf Facebook. Das ist ein krimineller Akt. Sie ist verhaftet in Lampedusa. Die Situation war ein Unfall. Das ergibt sich ganz klar aus den Videoaufnahmen auch. Es gab natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Absicht zu dieser Kollision. Die hat sich aus der Situation ergeben. Carola Rakete wird verhaftet. Der Vorwurf: Beihilfe zur illegalen Einreise, Einfahrt in die Territorialgewässer ohne Erlaubnis. Carola Rakete fühlt sich vom italienischen Innenminister diffamiert, will ihn verklagen. Am Ende ist das Wichtige, dass wir diese insgesamt 53 Personen gerettet und in einen sicheren Hafen gebracht haben. Und es gibt noch viele, viele weitere 1000 Leute, die wahrscheinlich schon in diesem Sommer versuchen werden, das Mittelmeer zu überqueren und die auch alle gerettet werden müssen. Dem gerichtlichen Verfahren in Italien will sie sich, wenn es eines geben sollte, stellen. An Tagen wie diesen, an denen in einigen Teilen Deutschlands die Sonne brennt und der Himmel blau ist, brauchen die durstigen Stauden im Garten besonders viel zu trinken. Ein anständiger Rasensprenger spendiert ihnen in der Stunde mehr als 600 Liter Wasser. Fünfmal mehr, als jeder von uns im Schnitt täglich an Trinkwasser verbraucht. Doch das Wasser wird teils knapp. In Deutschland hat durch die enorme Hitze und Trockenheit eine regelrechte Wasserschlacht begonnen. In Brandenburg spitzt sich der Kampf um das wertvolle Nass besonders zu. Mehrere Wasserbehörden haben jetzt angefangen, den Verbrauch streng zu regulieren. Robert Holm. Schon wieder sieht man Sand, da wo eigentlich Wasser fließen sollte. Die Oder hier an der Grenze zu Polen. Im Moment führt sie nur 30% der üblichen Wassermenge, ähnlich mickrig wie im letzten Jahr. Die große Trockenheit, sie ist zu sehen in Brandenburg. Viele Menschen spüren sie aber auch. Zum Beispiel, wenn sie wie hier im Kreis Oberhavel abends ihre Wasserhähne aufdrehen. Jetzt ist normal und auf dem Arm ist er denn so. Kein Druck auf der Leitung, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit im Ort den Hahn aufdrehen. Rasensprenger, Duschen, Bewässerungsanlagen. Einige Wasserwerke in Brandenburg schossen in den Hitzewochen 50% mehr Wasser durch ihre Leitungen als sonst, während gleichzeitig wichtige natürliche Wasseradern vertrocknen. Wir haben eine angespannte Wassersituation in Brandenburg. Das gilt für die Oberflächengewässer, aber auch für das Grundwasser. Und insbesondere ist es sehr schwierig in der Lausitz. Und hier in der Lausitz schrumpfen die Wasserreserven. Nach offiziellen Angaben fassen die Speicher 88 Millionen Kubikmeter. Wegen der Trockenheit sind jetzt gerade noch 58 Millionen Kubikmeter drin. Ohne Regen reicht das nur noch für 2 Monate. Im Rathaus der Lausitzstadt Cottbus wollen sie gegensteuern mit einem Verbot. Wasser abpumpen aus Seen und Flüssen ab Sonntag nicht mehr erlaubt. Zumindest tagsüber. Sonst drohen hohe Geldstrafen. Es betrifft alle, die sozusagen aus Seen, aus Flüssen, aus kleinen Gräben Wasser ziehen mittels einer Pumpe. Das ist der Punkt. Die Pumpvorrichtungen sind das Problem, denn da wird relativ viel Wasser abgenommen. Nicht nur hier in Brandenburg kämpfen sie mit der Trockenheit. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt trockene Böden fast im ganzen Osten, in Niedersachsen und in Teilen Nordrhein-Westfalens. Und so wird Wasser immer begehrter. In der Landwirtschaft, die wohl künftig mehr davon braucht, um ihre Pflanzen durchzubringen, oder in der Industrie. Die städtischen Wasserwerke machen Druck. Die Politik wird nicht drum herum kommen, für sich eine Reihenfolge am Ende festzulegen, in Engpasssituationen klar zu sagen, welche Nutzungsgruppe den Vorrang hat. Für uns ist die Nutzungsgruppe eindeutig die Bevölkerung. An der Oder hier bei Frankfurt soll es morgen endlich mal wieder regnen. Aber ein Sommerregen wird den Fluss kaum wieder voll machen. Einmal tief durchatmen. In der frischen Waldluft. Bäume tun dem Menschen gut. In vielerlei Hinsicht. Sie speichern CO2 und wären wohl die schönste Art, den Klimawandel zu bremsen. Eine Studie der Technischen Hochschule Zürich zeigt, nichts wäre so wirkungsvoll wie die Aufforstung. Es bräuchte allerdings weltweit ein Drittel mehr Wald, um 2/3 des CO2 zu binden.
Lange Zeit gab es in der Bundesregierung nur Schweigen im Walde, wie denn nun die Klimaziele zu erreichen wären. Heute hat die Umweltministerin so etwas wie eine CO2-Steuer konkreter gemacht. Michael Stempfle erklärt, wie die helfen soll und was sie für uns alle bedeuten würde. Gerade im Alltag, etwa beim Autofahren, belasten wir die Umwelt mit klimaschädlichen Gasen. Ebenso beim Heizen der Wohnung. Wenn die Umweltministerin also den CO2-Ausstoß reduzieren will, trifft sie damit Dinge, die für die meisten selbstverständlich sind. Der Plan, den Schulze heute gemeinsam mit Wissenschaftlern vorgestellt hat: Erst sollen Bürger zahlen, damit sie animiert werden, CO2 einzusparen. Dann werden sie vom Staat wieder entlastet. Nach einer Modellrechnung könnte für eine Tonne CO2 im Jahr 2020 ein Preis von 35 Euro erhoben werden. Die Benzinpreise würden dann um knapp 10 Cent pro Liter steigen. Die Dieselpreise um 11 Cent pro Liter. Die Heizölpreise ebenfalls um 11 Cent pro Liter. Das bedeutet, dass bei den schwankenden Preisen, die wir in der Vergangenheit hatten, im Vergleich zu den letzten 10 Jahren diese Preise noch eine Weile unter dem Maximum der letzten 10 Jahre liegen werden. Von 2020 an sollen die Preise für den CO2-Ausstoß stetig ansteigen. Ebenso kontinuierlich würde Deutschland dann wohl CO2 einsparen. Die Wissenschaftler können sich einen Rückgang der Emissionen im Jahr 2020 um bis zu 5% vorstellen. Im Jahr 2030 sei ein Rückgang um bis zu 22% denkbar. Dabei soll es aber nicht bleiben, so die Wissenschaftler, denn eine Besteuerung allein wäre ungerecht. Sie belastet die armen Haushalte mehr als die reichen, weil die Armen einen größeren Anteil ihres Einkommens für Heizung und Verkehr aufwenden als die reichen. Also will die Umweltministerin die Haushalte im Gegenzug wieder entlasten, etwa mit einem Klimabonus von 80 Euro, der jährlich pro Person ausgezahlt werden soll. Ihr sei wichtig, dass ungerechte Belastungen vermieden werden, gerade für diejenigen mit geringen, mit mittleren Einkommen und für ganz besonders betroffene Gruppen wie Pendlerinnen und Mieterinnen und Mieter. Mehr Kosten für CO2 auf der einen Seite, finanzielle Entlastungen auf der anderen. Das könnte für Bürger Folgendes bedeuten: Eine alleinstehende Arbeitnehmerin ohne Kinder, die zur Miete lebt und ein Auto hat, hätte pro Monat 5 Euro weniger in der Tasche. Ein Paar mit doppeltem Einkommen, ohne Kinder, aber mit Eigenheim und 2 Autos, hätte im Monat 12 Euro weniger. Eine Familie mit einem Kind, beide Eltern berufstätig, die zur Miete wohnt, ohne Auto, hätte pro Monat 27 Euro mehr auf dem Konto. Genügend Stoff also für die bevorstehenden Treffen verschiedener Minister im Klimakabinett. Bis September will die Bundesregierung entscheiden, welche der Maßnahmen sie umsetzen will und welche nicht. Die AfD in Sachsen geht mit neuen Voraussetzungen in die Landtagswahl am 1. September. Der Landeswahlausschuss hat die Liste der Partei in Teilen für ungültig erklärt. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jens Rieber. Von den 61 benannten Kandidaten wurden nur die ersten 18 anerkannt. Damit kann die AfD möglicherweise nicht alle Mandate wahrnehmen. Zur Begründung hieß es, die Landesliste sei auf 2 getrennten Parteitagen bestimmt worden und nicht, wie vorgeschrieben, in einer einheitlichen Versammlung. Die AfD kündigte eine Klage gegen die Entscheidung an. Erstmals ist in Deutschland eine IS-Rückkehrerin verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart verhängte gegen Sabine S. eine Haftstrafe von 5 Jahren. Das Gericht sprach sie schuldig, Mitglied in der Terrorgruppe Islamischer Staat gewesen zu sein. Die 32-Jährige hatte in Syrien einen IS-Kämpfer geheiratet und das Wohnhaus von Flüchtlingen in Besitz genommen. Außerdem hatte sie im Internet für den IS geworben. BMW-Chef Krüger hat seinen Rückzug angekündigt. Er wolle seinen Vertrag, der im April 2020 ausläuft, nicht verlängern, teilt der Konzern mit. Krüger war 2015 als BMW-Chef angetreten, um den Wandel zu einem führenden Mobilitätsanbieter voranzutreiben. Ihm wird von Kritikern aber ein zu zögerlicher Umbau zur Elektromobilität vorgeworfen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Bachelet hat die Regierung von Präsident Maduro in Venezuela für Folter, Verschleppungen und Tötungen von Oppositionellen verantwortlich gemacht. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden, verlangte Bachelet vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Tödliche Gewalt sei wiederholt gegen Demonstranten eingesetzt worden. Jubel auf den Straßen im Sudan. Militär und Opposition wollen nun gemeinsam den Weg für freie Wahlen ebnen.
Sie verständigten sich darauf, für 3 Jahre eine Übergangsregierung mit Vertretern beider Seiten zu bilden. Anschließend soll eine Zivilregierung gewählt werden. Nach dem Putsch gegen Machthaber al-Bashir im April hatte ein Militärrat die Führung im Sudan übernommen. Sven Plöger, wir haben gerade über Wasserknappheit berichtet. Wo ist der Boden denn noch gut durchfeuchtet? Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, Pina, auf die man achten sollte. Die Verhältnisse sind ja unterschiedlich, aber eben großflächig ist es eben viel zu trocken im Land. Wir gucken mal auf folgende Karte. Die hier, die fasst zusammen, wie viel Niederschlag gefallen ist seit 1. Juni. Hier geht es jetzt also wirklich um das, was auf die Erdoberfläche getroffen ist. Und dort, wo die Farbe so ein bisschen Richtung Ocker ist, ist es seit dem 1. Juni teilweise weniger als 10 Liter auf den Quadratmeter gewesen. Also wahnsinnig trocken. Aber die Frage ging natürlich in der Richtung, wo ist es auch zu feucht, zu nass gewesen? Und das hing vor allen Dingen zusammen mit lokalen Gewittern, die teilweise kräftig waren. Ludwigsburg zum Beispiel 143 Liter, Lechfeld in Bayern 163 Liter sind in diesem Zeitraum gefallen. Jessen an der Elster, um hier mal nach Sachsen-Anhalt zu schauen, immerhin dabei mit 100 Litern. Die anderen können Sie hier ebenfalls mitlesen. Zum Vergleich nochmal das, was durchschnittlich in diesen Regionen fallen soll. Also da haben wir jeweils das, was vom 1. Juni bisher heute fallen soll, überboten. Es gibt also örtlich zu nasse Regionen. Trotzdem sei nochmal, wie auch gerade eben in dem Bericht, der Dürremonitor gezeigt, der deutlich macht, wie es bis in eine Tiefe von 1,80 Meter aussieht. Und da zeigt sich, dass eben noch viel mehr notwendig wäre, auch in den zu nassen Gegenden, um die Dürre wieder auszugleichen. Von Baden-Württemberg bis Hessen, da sieht es ein bisschen besser aus. Wir gucken auf die Wetterlage. Tiefdrucktätigkeit über Südskandinavien. Kaltfront. Kühlere Luft kommt von der Nordsee. Wir können also in den nächsten Tagen ein bisschen durchatmen. Für all jene, die sagen, diese 30 Grad und mehr ist zu heiß. Morgen Vormittag haben wir im Norden die Kaltfront mit dem Regen. Da kommt das Stichwort wieder. Weiter nach Süden ist es sonnig und warm. Bleibt im Süden lange so, bis nachmittags und abends hier schwere Gewitter kommen. Die Front kommt weiter nach Süden voran. Ganz im Norden lockert es auf. Hier beim Regen nur 17, im Südwesten 33 Grad. Und kurz noch die Aussichten nach dem Wind. Jetzt kommen die Aussichten. Da sieht man am Sonntag ein paar Schauer im Süden. Es wird deutlich kühler. Also wie gesagt, Pina, Zeit zum Durchatmen. Danke, Sven Plöger. Und hier im Ersten geht es weiter mit einem Tatort aus Franken. Morgen Abend ist Karim Joska für Sie da mit neuen Tagesthemen. Und ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und noch einen schönen Abend. Tschüss.